Oh, moin. Herzlich willkommen zurück zu COD. Und ja, ich würde sagen, wir springen einfach mal rein hier. Macht schon Laune, ne? Auf einem modernen Rechner, so mit SSD. Geht gut durch, ne? Die Mörser machen Pause. Johnson, sehen Sie nach. Ja, Captain. Ja. Ups. Sie haben ihn erwischt. Hier los ist. Scheiße. Das ging wohl daneben. Wie treffe ich so nicht? Soll den Panzer zerstören, ja. Warum treffe ich den nicht? Das ist die goldene Farbe, ja. Muss ich es halt so machen. Wir
Junge, Junge, Junge. Stärken Sie den nördlichen Zugang. Okay. Ja, auf die Wumme, da habe ich keine Lust mehr. Kann ja auch ein bisschen mit sowas hier mal arbeiten. Oder die Garant? Ne, die Garant fand ich, glaube ich, noch schöner. Da fällt immer so schön das Magazin runter. Pling! Ja, so. Doch da lang jetzt irgendwie, oder was? Hier wieder zurück, ja? Na gut. Eins, ne? Ja, er läuft ja auch mit. Denn? Ja, da ist schon wieder ein Panzer. Das will mir gar nicht gefallen. Schauen wir mal. Weg, 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 weg. Verdammte Scheiße. Oh Mann. Soll ich denn das machen? Uäh. Am Panzer vorbeilaufen, hier hinten lang, wa? Scheint zu klappen. Leckt mich am Arsch. Feindliches Mörser-Team. Okay.
Oh Mann. Was eine Action hier. Wo liegt denn jetzt meine Garant? Da, ne? So. Die möchte ich gern wieder haben. Der hat eine Granate reingeschmissen. Auch gut. So. Auch gut. So eine Thompson kann man ja auch mal einsetzen, oder? Nicht nur im Tutorial zu Anfang da. Aber irgendwie ist ERX ja echt Mist, ne? Komische Echo-Effekte, ich nehme das jetzt raus. Wohl tatsächlich irgendwie nicht so geil. Zumindest bei dem Spiel nicht so gut umgesetzt hier. So, da ist er wieder. Schade, dass er auch ist. Aber er lässt sich nichts machen. Dass nichts taugt. Ups, nein. Dann taugt das halt nichts, ne? Hier ist irgendwie niemand. Deutsche Mörsertrupps im Süden ausgemacht. Schalten wir sie aus. Nicht übel, Parker. Okay, Jungs. Macht euch bereit, eure restlichen Granaten einzusetzen. Gebt nur, was nötig ist. Verschwendet keine Munition. Alles klar. Erledigen wir diese Mörser. Feuerschutz! Habe ich nicht gesagt, Ruhe. Ein Mörserteam noch übrig. Okay. Wollen wir hier mal aufräumen? Medikits kommen mir genau recht hier. Jetzt hätte es mich gerade wieder fast erledigt schon hier. Da war nicht mehr viel. Folien steigen in den Wagen. Ja, machen wir das doch.
Hierher! Rein in den Wagen! Okay. Ist in diesem Schrottkübel zurück zum Bataillon. Was sollen wir denen sagen? Übergeben Sie das Major Shepard. Sagen Sie, Company Baker hat die Stadt gesichert. Kann sie aber nicht lange halten, wenn wir keine Verstärkung bekommen. Verstanden, Sergeant? Aber klar, wir fahren einfach in einer französischen Blechschüssel durch die feindlichen Linien. Sollen wir gleich noch eine Zielscheibe draufmalen? Das wird nicht nötig sein, Sarge. Machen Sie schon. Es sei denn, Sie haben eine bessere Idee. Oder ein funktionierendes Funkgerät. Das ist doch krank. Ich glaub's einfach nicht. Glauben Sie mir. Es sei denn, Sie können fliegen. Es sind nur 6 Meilen, Private. Halten Sie den Mund und tun Sie es. Ja. Ich habe die Grafik auch noch mal ein bisschen aufgemogelt, indem ich Anti-Aliasing über einen Treiber drauf gekloppt habe. Falls das denn überhaupt großartig sichtbar ist, sollte es aber zumindest etwas. Ach, diese Action jetzt hier, ja. Man sich ja nicht irgendwie F aus dem Fenster lehnen, genau. Würde ich doch gesagt haben. Geht doch viel besser dann. Ach, aber das ist eine deutsche Straßensperre. Was jetzt? Hier los ist. Krieg hier ordentlich auf den Sack. Ist was los? Oh, Scheiße. Du Scheiße. Na toll. Dafür muss ich mich unbedingt beim Captain bedanken. Schnauze, Elder, und schaffen Sie Ihren Hintern raus. Auf, Martin, los, los. Wie konnte ich mich nur auf sowas einlassen? Ich würde so. Au, 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 au. Hören wir hier erstmal auf. Ne? Spiel gespeichert. Vielleicht kann mir ja mal einer sagen, ob er das aus Erinnerung vielleicht noch weiß, dass das früher bei dem Spiel tatsächlich nicht so gut umgesetzt war. Also irgendwie. Kann ja nicht sein, dass meine Schritte irgendwie ein komisches Echo haben beim Laufen. Und manchmal die Sounds zwischendurch irgendwie sind die ja. Ne? Irgendwie daneben. Bis dann, wenn es wieder heißt COD1.